Na gut, bringt ja nichts, ne? Natürlich, genau in dem Moment, wo ich rausgehen will, dreht das Vieh um und steht jetzt wieder hier vorne, ne? Jetzt verpisst es sich wieder. Okay, ich werde aber erstmal... Hier rein ist erstmal safe. So, das Vieh ist immer noch oben. Okay, es läuft immer noch, es läuft halt da oben in dem Gang. Jetzt ist es ganz anders hingegangen, okay. Okay, es ist hier jetzt gerade aus dem... Okay, jetzt bin ich hier. Ich kann jetzt hier außen rumgehen. Glaube ich, da unten. Es steht da vorne. Alter, es ist gerade laut. Sich hin. Noch weiter geradeaus. Ich höre halt gerade gar nichts. Wo muss ich hin? Rein, da und dann noch da. Steps sind da ganz hinten, das ist so perfekt gerade. Oh, das ist nicht so gut.
sich hin. Rechts und rechts. Geschafft. Okay. Errungenschaft freigestellt, Übertragung. Boah. Ich hasse das, das ist so stressig. Und es geht natürlich weiter. Na geil. Hier sind Menschen, das gefällt mir nicht. Wollen Sie mich verärgern? Scheiße. Ihr reißt gleich den Geduldsfaden. Verpiss dich bitte. Danke dir vielmals, dass du mir diesen Typen vom Leib gehalten hast. Oder geschafft hast. Ach, da vorne ist es. Verdrück dich bitte in den Vent. Es hat mich angegriffen, ist aber weg. Das heißt, ich werde mir jetzt erstmal instant ein Medikit reinballern. Und ganz schnell speichern. Bitte, bitte. Nein, Strom wiederherstellen, ich hasse dich. Und zum Solomon-Habitat wieder her. Möchtest du dich nicht in einen Vent verdrücken? Danke.
So, das scheint es zu hören, gut zu wissen. Ich vermute mal, ich muss da runter. Oh nein. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Hin? Natürlich nicht. Scheiße. Jetzt muss ich ja doch da oben irgendwas machen. Aber wo? I mean, da komme ich nicht durch. Tür ist zu. Hier ist auch alles zu. Da? Oder ist die Tür offen? Nee. Wo soll ich denn jetzt hier den Strom wiederherstellen? Ich ignoriere mal kurz, dass da oben ein Vent ist. Hören, wo es ist. Wir sind gerade da irgendwo durch. Zugangscode benötigt. Wow, na klasse. Der Junge hatte keinen. Da drüben. Da das aber gleich nicht gerade leise wird, weil der ja doch relativ laut ist, nimm halt es fest, bevor es runterfällt. Zu. Immerhin ist das Vieh hier nicht drin. Ich kann mich hier auch nirgendwo verstecken, oder? Ne? Kann ich nicht. Greifen wir mal auf das Terminal zu. Ich glaube, wir sind hier erstmal safe. Fehler, Code für Reparatur. Hey Myers, meine Schicht ist um und ich mache jetzt Feierabend. Falls du in den nächsten 3 Stunden hier aufkreuzen solltest, um das System zu reparieren, bin ich nicht mehr hier. Der Code ist... Da. Der Code ist... Komm, schreib. 1851. Morgen gemeinsam Nummer 4. Morgen gemeinsam Seeksons Reise in den Kolonialweltraum. Einen offiziellen Chronik von Sebastian Seek. Zuerst erschienen in Auge auf Seekson. Das Vieh ist da oben unterwegs und ich hasse es dafür. Unsere synthetische Zukunft. Unter Anleitung talentierter Seekson-Führungskräfte wurde Sevastopol zu einem Vorposten des Fortschritts. Handelszentrum, lebhafte Gemeinschaft und das schlagende Herz von der Seekson Synthetic Solution.
Sevastopol ist das primäre außerplanetarische Zentrum für Entwicklung, Verkauf und Wartung von Seeks-Androiden. Dank der einzigartigen Lage der Station im Kosmos, ja, können wir von hier aus unsere Hiwis überall dorthin schicken, wo sie gebraucht werden. Binnen Monaten und nicht Jahren. Unsere verlässlichen und kosteneffizienten Syntheten von Sevastopols KI überwacht, dem preisgekrönten Apollo-System von Seeksen. Dank der harten Arbeit unserer Wissenschaftler und Seeksens kühner Investitionen ist die Station nun ein Musterbeispiel eines wirtschaftlichen und selbstregulierenden KI-Betriebs. Noch jetzt überwacht... Unsere Angestellten die Installation von Apollo-Hauptcomputern im gesamten Kolonialweltraum. Wie wir Ihnen während dieser Reise versicherten, wir haben das morgen erreicht, gemeinsam. Naja. Sinclair hier. Sie haben da unten zu lange gebraucht. Ich musste diese Anlage abschalten und den letzten Transit erwischen. Wir können es uns nicht leisten, die Türen zu unserer Zufluchtsstätte weit offen stehen zu lassen. Es muss nur eine Kreatur eindringen und all unsere Vorräte und Waffen sind futsch. Ich und meine Crew werden hier bleiben, bis Rettung ankommt. Es tut mir leid, aber als sie sich dazu entschlossen haben, einem Schiff nachzujagen, das niemals ankommen wird, haben sie den Plan ignoriert. Sinclair, Ende. Okay, also wir haben jetzt einen Türcode, wo ich noch nicht weiß, für welche Tür dieser Code ist. Draußen bewegt sich zum Glück nichts. 70 Flammenwerfer-Moni habe ich noch. Rauskommen? Nein. Habe ich jetzt höchstwahrscheinlich gleich ein Problem? Ja.